Hallo und willkommen zum nächsten Video. Wie angekündigt, wir schrauben das Ding auseinander, denn Matthias will es nicht mehr mitnehmen, hat er gesagt. Nee, das ist ein Lager abgeschrieben. Also, ne? Ich habe gesagt, ihr wisst, wenn es zu EHU geht, es kommt nicht zurück, es wird zerlegt. Und sie haben es trotzdem gegeben. Ja. Ich meine, das macht BenQ auch. Ne? BenQ schickt auch mir permanent Lampen und Zeug, obwohl ich nur drüber jammer und schimpfe. Also das Gummiteil geht großflächig runter. Hoffe ich mal, irgendwie. Sie haben es irgendwie da reingekriegt. Sie werden es nicht eingeschrumpft haben. Dann schauen wir mal rein, was das Ding drin hat. Das muss jetzt hier durchgehen, ne? Sonst haben wir ein Problem. Tut das auch. Hier kommen die Buchsen rein, die Messbuchsen. Wir haben hier, was ist das, Matthias? Was bist du denn? Das ist ein Überspannungsteil, ab 1500 Volt macht der. Das ist so ein Plasmaableiter, wo quasi drin diese Blitze entstehen. Mhm. Total toll. Die zwei Sicherungen und hier unten, Matthias, das große, dicke. Ja, unser Messschand. Ich zoome mal rein, dass man es besser sieht. Hier unten den Messschand, der Punkt, der Lötpunkt hier, glaube ich, ein Anpassungswiderstand. Die, glaube ich, passen das mit so einem Lötpunkt. Das habe ich jetzt schon öfters gesehen, okay, dass die irgendwie so einen Lötpunkt drauf machen, um wahrscheinlich den nochmal zu präzisieren oder sowas. Hier. Was bist du? Wahrscheinlich ein Varista oder sowas, schätze ich mal. Diode. Hier, oh, ist der süß. Ein kleiner Summer. Deswegen piepst er auch so leise, weil er einfach einen angenehmen kleinen Summer drauf hat. Das ist interessant. Was? SMD und rund. Ach, die hier. Mhm. Melf. Ja, ja, da wird ein bisschen Leistung drüber gehen vielleicht. Ne? Mhm. Sind zum Bestücken richtig gemein, die Dinger, weil die halt einfach wegrollen. Also hier die Standardbaugröße 0805 und hier das sind Melf. Also auch keine Mini-Melf, sondern ich behaupte mal, das sind Melf von der Größe her. Also, was haben wir denn hier für einen Chip drauf? Das ist ein DTM0660. Das ist ein, ja, ich sag mal, Feld-, Wald- und Wiesen-Multimeter-Chip, wie man sie in günstigeren, in Anführungszeichen günstigeren, findet. Ist auch dementsprechend gut dokumentiert, was die Hackability angeht. Mhm, interessant. Hast du da ein Datenblatt dafür? Es hat sich jemand mal die Mühe gemacht und dann dafür übersetzt. Okay, verlinke mal in der Videobeschreibung. Genau. Das Datenblatt sagt unter anderem auch eben halt True RMS bis 1 Kilohertz. Mhm, also quasi unsere Messung vom Video davor bestätigt. Genau, und das Ding kann über ein externes oder soll über ein externes EEP-ROM konfiguriert und kalibriert werden können. Dafür sitzt hier auf der Seite ein T24C02A. Das ist quasi ein EEP-ROM, der über Two-Wire dranhängt und der hat 2K. Bit an Speicher. Und da hängt quasi die Kalibrierung drauf und du hast irgendwas gelesen, der sagt auch dem Chip, was er kann und so. Weil der könnte nämlich auch noch mehr, ne? Ja, er könnte ein bisschen mehr. So Kapazitätsmessung und ähnliche Dinge könnte er mehr mitmachen. Mhm. Dafür muss aber dementsprechend beschaltet sein. Das Herzstück, was wir total toll finden, warum ich das Multimeter so toll finde, ein komplettes Bluetooth-Modul hier oben. Und zwar ein... Das ist ein BDE BLEM 201P. Das ist ein All-in-One Bluetooth 4.0 Low Energy Bluetooth Smart kompatibles Modul, das malt serielle Daten rein und dann Richtung Funkschnittstelle serielle Daten raushaut. Mhm. Also mit dem 8051er drin, so wie es alle Bluetooth-Module irgendwie haben, integriert hier die Antenne, kann man schön die Meander erkennen, auf der Seite die Antenne. Und was ich auch jetzt gerade sehe, hier oben hat er diese Platte, er hat eine kleine Metallplatte. Das wäre das Teil, mit dem er diese NCV-Geschichte macht, also diese Non-Contacting Voltage-Messung, also diese Erkennung, ob wir jetzt irgendwie eine Leitung haben, was wir gezeigt haben im Video davor. Das wird quasi hier über diese Platte gelöst. Ich habe vorhin auch gerade gesehen, das Display hängt mit so einer, wie heißt es nochmal? Leitgummi. Mit so einem Leitgummi dran, das heißt, ich traue mich jetzt nicht, die Schrauben hier zu öffnen, sonst ist es kaputt. Also... Je nachdem, wahrscheinlich, also ich habe es noch nie geschafft. Ja, also ich traue es mir auf jeden Fall nicht aufzuschrauben, weil ich habe halt immer die Erfahrung, dass wenn ich diesen Leitgummi einmal runtergemacht habe, dass danach das Display kaputt ist. Und das wäre eigentlich schade dafür. Gut, dann hoffe ich mal, das Video hat allen gefallen. Wenn es Fragen habt, unter das Video abhauen oder eben halt ins Discord kommen oder... Genau, Links alle in der Beschreibung, wie man es eh kennt. Ansonsten haut ein Abo rein, vergesst nicht die Glocke zu drücken, solange es YouTube noch gibt und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, bis zum nächsten Mal.